Jetzt muss man sagen, ich weiß nicht, wahrscheinlich wurden von Venedig in den letzten 500 Jahren. 500 Jahren 4 Millionen Bilder gemalt. Ja. Bis heute. Ja? Ja. Das ist sicherlich eines der allerungewöhnlichsten, oder? Absolut, absolut. Und das ist jetzt das Krampus. Das Krampusbild. Ich meine, wir haben in unserem Archiv gesucht nach einem Bild, das da irgendwie in die Nähe eines Campus-Motivs kommen könnte. Und der Zeppelsperl, Robert Zeppelsperl ist der Maler, der malt hier zentral ein Tierchen, das man mit dem Campus vielleicht in Verbindung bringt. Ja, ich habe schon die ganze Zeit studiert, was es ist. Es ist vielleicht eine Abwandlung des venezianischen Löwen. Ja, das ist es ganz sicher. Wahrscheinlich. Allerdings auf eine sehr inspirierte, und wir sind hier in den frühen 70er Jahren, eine sehr inspirierte, von wahrscheinlich auch gewissen Drogen oder sonst was beeinflussten Vorstellung, als fliegendes Wesen, begleitet von einer ganzen Heerschar von schönen, nackten Mädchen. Menschen, hier sind auch Männer, sind nicht nur Mädchen, sind Männer und Frauen. Also ich sehe da nur Frauen. Du siehst nur die Frauen. Ich sehe nur die Frauen. Aber es sind auf jeden Fall auch Männer dabei. Und er fliegt da über Venedig, er kommt, landet quasi gegenüber dem Markusplatz und dem Dogenpalast zwischen zwei Sphinxen, weiblichen Sphinxen. Weibliche, ja. Sphinxen, glaube ich, sind immer weiblich, um Venedig in Besitz zu nehmen. Jetzt muss man sagen, ich weiß nicht, wahrscheinlich wurden von Venedig in den letzten 500 Jahren 4 Millionen Bilder gemalt. Ja. Bis heute. Ja? Ja. Das ist sicherlich eines der allerungewöhnlichsten. Absolut, oder? Absolut. Es ist aber, es zeigt, man muss wissen, der Zeppelsperl ist in diesem Jahr nach Venedig gezogen. Es zeigt die Inbesitznahme. Ich bin überzeugt, dass das eine, auch ein Autobiografie, also, Auto, also ein Selbstporträt ist. Dieser gefährliche Mund, die großen Augen des Malers und der Umstand, dass er sich hier... Ich bin mir nicht sicher, ob er sich nicht hier verewigt hat, als Gondoliere, weil das würde so ein bisschen die Physiognomie des Robert Zeppelsperl treffen, was ja dann auch irgendwie passen würde. Ja, außerdem bei diesen Bildern ist eine gewisse Synchronität verschiedener Situationen durchaus möglich. Also er sieht sich einfliegend in Venedig und er sieht sich dann dort als Gondoliere der Schönheit. Der Österreicher und der Italiener. Italien. So ist es. Zeppelsperl, ein Maler, der sehr beeinflusst ist von der psychedelischen Kunst der frühen 70er Jahre. Es gibt Bilder von ihm, die er, wo er selber bekannt gegeben hat, dass er sie gemalt hat, während er ununterbrochen den Sgt. Pepper der Beatles gehört hat. Es war dies auch die Zeit, wo Künstler experimentiert haben mit Drogen. Mhm. Wir kennen das von Arnulf Rainer, der Ende der 60er Jahre sowas gemacht hat und dann wieder aufgegeben hat. Ich glaube auch, dass er sich in eine psychedelische Welt verlieren wollte. Vielleicht gar nicht unter Einfluss der Drogen, aber er wollte eben eine schaffen. Also auf jeden Fall kein Kind von Traurigkeit. Ja. Wofür wir aber sehr dankbar sind, war seine unglaubliche Akribie beim Bezeichnen seiner Bilder. Er hat immer genau datiert und auch bezeichnet. Hier steht Venezia und auch die Datierung 1974-6, was für Juni steht wahrscheinlich. Also ja. Wir sind wieder einmal im Sommer und das mitten in unserem Ich hätte Winter. Es gerne als 6. Dezember ja. genannt, aber das war es nicht. Es ist eine, was auffällt, ist die vielen, vielen, vielen großen Augen. Mhm. Und das ist jetzt ganz typisch für einen Maler, der über die Augen die Welt erfasst. Mhm. Alle diese Personen, seien es jetzt Frauen oder auch Männer, haben vor allem große Augen, geschlossene Münder und eine Begeisterung für die Welt, für diese unglaubliche Schönheit auch unten der Serenissima, Venedig, mit allen Details, die wir kennen, Dogenpalast, die Piazzetta, den Campanile, hier die Kuppeln von San Marco, lauter Sehnsuchtsorte. Was schön ist, muss man auch sagen, Zeppelsperl entwickelt eine ganz typische Handschrift. Ja. Das heißt, wenn man sich das einmal verinnerlicht hat, ja. Wenn man ihn einmal gesehen hat, dann wird man ihn immer wieder erkennen. Ja, ja, es gibt ja auch so ein Gefühl von
Sicherheit. Ja. Und es ist am Kunstmarkt nicht auch ganz unrelevant, weil eine Eigenständigkeit, einen Wiedererkennungswert zu entwickeln als Künstlerin, als Künstler, ist ein großes Ziel. Und er hat es auf jeden Fall geschafft. Er hat wirklich eine eigene neue Welt geschaffen, wie viele andere bedeutende Maler. Und seit es diese Welt auf seinen Leinwänden gibt, gibt es es auch in unserer Vorstellung. Ja. In unserer Vorstellung.